Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott aus dem Traumaweltkanal. Nein, von dem Traumaweltkanal. Ich bin der Jason und ich habe ein interessantes Schmankerl für euch aus der tiefen Welt von JW Broadcasting ausgegraben. Nein, so tief ist es gar nicht. Aber wie ihr seht hier in meinem schönen Hintergrund, das ist der Westen. Und im Westen gibt es viel Neues, denn im Westen liegt Amerika, liegt Warwick. Und da gibt es immer wieder neue biblische Morgenprogramme. Und ihr kennt sicherlich noch diesen Herrn hier. Ja, genau, das ist der Kenneth Flodin, der arbeitet ja im Teaching Committee, also im Lehrkomitee und ist ein Helfer der leitenden Körperschaft. Wie mir scheint, ein ewig Zweiter, der nie Erster werden wird. Da gibt es ein paar interessante Hinweise und Ausführungen, das mal in einem anderen Video zu diesem Herren. Und ihr seht hier seine etwas groteske, ja, wie soll man sagen, ja, Beispiel, wie man Brot versaut oder sich bedienen lässt. Nein, er wollte uns zeigen, wie die Welt auf uns abfärben kann und was wirklich Sünde ist und was nicht, und hat da wirkliche Nahrungsmittel zerstört. Live fand ich damals etwas grotesk, aber der Kenneth, der hat auch ein wunderbares neues Morgenprogramm, ja, und da hat er erklärt, wie Matthäus Kapitel 11 zu verstehen ist, wo Jesus nämlich sagte, dass ihr mein Joch auf euch nehmen sollt, denn mein Joch ist sanft. Und ich mache mal ein bisschen Platz für den Kenneth und ich zeige euch mal einen ganz interessanten Ausschnitt. Aus Westen kommt er jetzt eingeflogen. Hallo Kenneth, was er dazu sagt bezüglich der leitenden Körperschaft und der Zukunft von Harmagedon. Ja, ganz genau. Doch Jesus hat ein mildes Wesen. Diese Arbeit ist deswegen angenehm und gibt neue Kraft. Und denken wir mal an die nahe Zukunft. Stellt euch mal vor, wie alle Gesalbten in Armageddon Jesu Anweisungen befolgen. Sie werden ihn dabei unterstützen, Satan und seinem ganzen System ein Ende zu machen. Okay. Das bedeutet Arbeit. Stimmt. Aber weil es unter Jesu Anleitung geschieht, ist diese Arbeit keine Last. Sie ist befriedigend und erfüllend. Wirklich? Versteht ihr, was ich meine? Es ist befriedigend und erfüllend, wenn die ganzen Gesalbten auferweckt werden und auf der Erde einen globalen Schlachtfeldzug hinter sich bringen. Das wird ganz befriedigend und erfüllend werden für Jesus und für die leitende Körperschaft. So sieht es die Lehre der Jehovas Zeugen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr könnt euch das ganze Morgenprogramm gerne komplett angucken. Nicht, dass jemand sagt, ich habe was aus dem Zusammenhang gerissen. Link ist unten in der Beschreibung. Also, wir stellen uns das jetzt mal vor. Und ehrlich gesagt, ich hatte dieses Bild, dieses Morgenprogramm schon lange im Hinterkopf, als die Gedenkveranstaltung der Jehovas Zeugen in Hamburg war, ja, so Ende März, wegen einem Attentat dort. Und es kam mir so grotesk vor, dass der ich glaube, der Sanderson war es gewesen, ja, genau, der Sanderson da saß und seine Ansprache hielt und danach dann der erste Bürgermeister von Hamburg seine Ansprache gab und ich mir dachte, meine Herren, und du musst überlegen, der Sanderson, der ist davon überzeugt, dass er jeden Moment auferweckt werden könnte in den Himmel oder entrückt werden könnte in den Himmel und dann zum himmlischen Streitheer Jesu gehört, ne? Zum Schlachtfeldzug in der ersten Reihe und dann dem politischen System und damit dem Bürgermeister, seinem Nachredner, den Hals umdreht oder ihn mit Feuerbällen jagt oder was auch immer es dann für Methoden aus deren Gesicht geben wird, als dass dann die ganze Menschheit getötet wird unter ihrer Hand. Das ist die Aussage. Und es wird keine Last sein, sondern befriedigend und viel Kraft geben. War doch gerade die Aussage, oder? Angenehme Arbeit, die einem neue Kraft gibt, so sagt es der Kenneth Flodin. Also ein Massenvernichtungsfeldzug von der leitenden Körperschaft, von den auferweckten 144.000 unter der Anleitung von Jesus. Da wird die ganze Erde vernichtet werden, die ganze Menschheit, alles, was zu Satans Welt gehört. Was heißt das denn, zu Satans Welt gehört? Oh, das gucken wir uns gemeinsam nochmal ganz kurz an, weil da war ich auch nochmal, ich will nicht sagen unsicher gewesen, aber ich dachte mir, na, das kann nicht so krass sein. Aber es ist so. Schaut euch das doch nochmal hier gemeinsam mit mir an. Schau mal hier, wir gucken mal einfach ins Paradiesbuch, ja, ins Kapitel 25, das kennen die meisten von euch noch, ja, unter dem Thema, was ist Satans Welt? Und wir brauchen gar nicht viel betrachten, ja, ihr könnt da nochmal ins Detail reingehen, ihr findet das auch auf der Wall. Was ist die Satans Welt? Somit ist Satans Welt
die organisierte menschliche Gesellschaft, die außerhalb der sichtbaren Organisation Gottes existiert. Von dieser Welt müssen sich wahre Christen getrennt halten. Also völlig klare Ansage, oder? Alles, was nicht zur Organisation Gottes gehört. Alles, was nicht zur Organisation der Jehovas Zeugen gehört, so müsste man richtigerweise sagen. Ihr seht, ich bin auch noch indoktriniert. Oh Mann! Alles, was nicht innerhalb der Wachtumgesellschaft zur Organisation der Jehovas Zeugen gehört, ist automatisch Satans Welt und wird vernichtet werden in einem globalen Genozid. Und wer geht voran? Aus deren Sicht Jesus mit den auferstandenen 144.000, sprich mit der leitenden Körperschaft, die dann zu Felde ziehen und mit Feuerbällen, ja, wahrscheinlich Priester jagen oder Politiker jagen und alles zermetzeln, um ihr wunderbares Paradies dann darauf aufzubauen. Ist das nicht krank? Und diese Arbeit wird angenehme Arbeit sein, die ihnen neue Kraft gibt. Und das sollen wir uns vorstellen. So hat es der Kenneth gerade eben aus dem Westen gesagt. Also wäre es nicht so traurig, würde man nur über heulen oder lachen. Also es ist zum Eiermelken Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es ist so, das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes in Deutschland, dem jetzt wieder ein neues Denkmal in Berlin gesetzt werden soll. Wegen vergangenen Gräueltaten an Menschen wird der Organisation ein Denkmal gesetzt und sie verbreitet weiterhin im Jahr 2023 und folgenden Jahren solche Bilder, als dass das angenehm ist, dass die Menschheit dann aufgeräumt und vernichtet wird und nur noch das überbleibt, was zu ihrer Organisation gehört. Übrigens, wie wird das denn weiter organisiert, wenn jetzt so alles abgemetzelt, kaputt da niederliegt im Sinne der Jehovas Zeugen? Wer hat denn dann die Führung inne? Weil, ich sag mal, die leitende Körperschaft ist ja dann im Himmel und Jesus auch. Und wer tut denn hier auf der Erde das fortführen? Das zeige ich euch in einem anderen Video. Dazu hat der Kenneth sich nämlich auch schon mal ausgelassen. Es ist so unglaublich. Mich interessiert natürlich, was ihr dazu denkt. Runter damit in die Kommentare. Denn das macht es alles viel reichhaltiger hier auf dem Kanal. Und vor allem eure Blickwinkel und eure Erfahrungen dazu sind für mich immer wieder hoch interessant. Und ich lasse sie auch gerne einfließen hier in meine Videos. Und ich sage bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.